Neben mir steht nun Sebastian Schmidtke, Bundesorganisationsleiter der NPD. Sebastian, welche Vorbereitungen mussten getroffen werden, um solch einen Parteitag zu organisieren? Wir haben ja zweierlei Vorbereitungen. Es ist einmal, was der Bundesgeschäftsführer zu absolvieren hat, das ist die Erstellung der Stimmkarten, der Delegiertenunterlagen und so weiter. Und der organisatorische Bereich, dass das hier ist, wie es hier alles ist, natürlich zustande kommt. Da hat man natürlich viel Vorbereitung. Man muss nicht nur denn plötzlich um 12 Uhr da sein, wenn der Parteitag beginnt, sondern schon um 8 Uhr, um Aufbau, Logistik und so weiter hier vor Ort herzubringen. Man hat natürlich auch zu tun, einen Ordnerdienst funktionierend herzubringen. Wir haben ja schon von der Sicherheitslage gehört, die hier im Vorfeld schon bekannt wurde. Und daher ist es viele Wochen Arbeit, die dahinter stecken. Die Begehung der Stadthalle im Vorfeld, die Begegnung mit den Technikern der Stadthalle, mit der Gemeinde selber oder mit der Stadt Weinheim. All das umfasst diese ganze Arbeit hier und hat mehrere Wochen Vorbereitung nach sich gehalten. Aber wir sehen, dass es da auf jeden Fall gelohnt hat, diese ganze Vorbereitung zu treffen. Und wie steht es eigentlich rund um die Sicherheit beim Parteitag? Es sieht so aus, dass mehrere Angriffe auf Polizisten gefahren wurden. Also es gab ca. 150 Festnahmen aus dem linken Bereich. Es wurde seit Monaten angekündigt, hier zu protestieren gegen unseren Parteitag, aber auch ihn zu blockieren und zu sabotieren. Also reine Aufforderungen zu Straftaten. Diese Straftaten mussten dann die Polizisten hier erleiden. Es gab mehrere verletzte Polizisten und die Polizei musste sich dementsprechend zur Wehr leisten. Unser Sicherheitskonzept, wie wir es uns vorgestellt haben, ist soweit aufgegangen. Bisher ist nur von einem einzelnen Angriff auf einen Delegierten ist ja bekannt geworden. Ansonsten gab es hier keine Schwierigkeiten, zumindest nicht für unsere Delegierten. Also die körperliche Unversehrtheit von allen Delegierten ist fast gegeben.